Hi Leute und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir richten unseren Rucksack, machen uns sauber und können direkt unser Abenteuer starten. Denn ich möchte erstmal neue Klamotten kaufen. Ich hoffe, hier komme ich auch dahin, wo ich hin möchte. Ja, perfekt. Sehr gut. Schöne Musik. So, Klamotten. Ich glaube, die waren irgendwie... Nee, Friseur. Das sieht aus wie Klamotten. Ah, ja, auch Nachtsgirlfriend. Perfekt. Habt ihr nachts andere Klamotten? Willkommen in unserer Boutique. Suchst du noch etwas Bestimmtes? Na klar. Königs T-Shirt. Man sieht überhaupt nichts. Wir müssen das jetzt mal. Können wir es mal ablegen irgendwie? Die Jacken? Moment. Dann möchtest du den Einkauf beenden, ja. Müssen wir erst den Umkleiden dafür? So. Können wir das jetzt irgendwie ablegen? Nein. Wie kann ich das denn ablegen? Betrachten, ablegen, X. Aha. So. Nö. Schick. So, jetzt können wir auch mal sehen, was wir da überhaupt kaufen. Bequemes T-Shirt. Ups. Ist alles? Nur die paar? Das haben wir noch fast am besten. Naja, haben wir andere Jacken vielleicht? Warte mal, wir haben doch bestimmt ein anderes Kleid oder. Keine Fanden? Oh, diese Stadt ist doch schlecht. Es geht ein bisschen zu schnell. Ah, hier. Kariert sieht doch auch cool aus, oder? Dazu vielleicht noch irgendwie. Komm, kaufen wir das. Ja, einfach machen. Anziehen. Ja. So, was haben wir jetzt noch? Was passt dazu? Ganz in rosa. Weil es passt sogar vielleicht sogar noch am besten, ne? Farblich. Oder das geht auch. Die haben ja gar nicht so tolle Sachen. Na komm, machen wir komplett in rosa und dann ist gut. Ja, möchten wir. Socken. Aber das ist rot. Gibt es hier auch ein Pink? Jawohl, dann passt das alles zusammen. Super schick. So, haben wir jetzt auch noch Schuhe in rosa? Nö, aber in schwarz. Sandfarben und schwarz. Vielleicht haben wir so ein bräunliches. Hm. 21.000 für Schuhe? Nee. Oh ja, komm mal, jetzt passt zum Kleid. Das nehmen wir. Ja, das nehmen wir. Kleiden wir uns einmal komplett in rosa. Mal gucken, wie das aussieht am Ende. Nein. Ich weiß ja gar nicht, wie das aussieht. Oh ja, super. Wie hält diese Brille? Die hat nicht mal irgendwelche. Die halten alle gar nicht. Merkwürdig. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich kein Brillenfan. Aber Auswahl haben sie davon. Fantastisch. Nee, danke.
Nein. Mal gucken, ob ich passende. Warte mal. Vielleicht haben wir keine Handschuhe. Wir können die auch noch rosa machen. Ich finde das ohne Handschuhe vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ja, lassen wir weg. So. Was weißes unter? Bisschen weiß, das glaube ich nicht so. Wir nehmen, glaube ich, wobei. Was haben wir aktuell? Wir haben schon weiß, dann lassen wir es bei weiß. Einfach beenden die, jawohl. Schick. So, so können wir auch in die Feuerarena. Tada! Aber erstmal sollten wir uns ausruhen, hieß es, ne? Guten Abend, so spät noch unterwegs. Wenn du gegen Kabu kämpfen willst, musst du dich leider noch bis morgen gedulden. Geh am besten zum Knast beenden, ruh dich dabei gut aus. Oh, ist die Arena. Hä? Hey. Ich trottel. Hätte ich mir auch denken können, bei dem Gebäude. So riesig wie das ist. Hier ist ein kleines Knospi oben dran. Das Logo. Oh, hi. Wie hast du ihn gesprochen? Oh, ich weiß gar nicht. Oh, in Zürich, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurze Zeit, um mir bei mal etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge gewinnen kann. Klar. Oh, was für ein Kampfgeist. Okay. Sie wird direkt wieder angefeuert. Pokémon-Trainer Mary fordert dich heraus. Die Bunkel. Oh nein, wir haben Pompuli vorne. Eine gute Verliererin, musst du wissen. Aber ans Verlieren. Kann man sich gewöhnen? Oder so? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir sind auf jeden Fall... Ach stimmt, wir haben uns ja geheilt. Wir sollten aber tauschen. Was haben wir denn gegen Feuer? Ne, Wasser. Elektro, natürlich. Er ist ja Wasserkampf, glaube ich, ne? Jedenfalls wirkt er so. Vergeltung. Dass wir nicht angegriffen haben. So, Funkensprung. Das sollte wehtun. Oh ja, das tut es. So, was hast du jetzt noch? Oh, schön. Kann ich gebrauchen für den nächsten Arena-Kampf, wollte ich gerade sagen. Zyrokeks, was war das? Zyrokeks soll. Achso, das fähig. Pokémon wechseln, ja. Und Zyrokeks nehmen wir. So, irgendwas mit Psycho, ne? Gaunops vielleicht mal. Ich weiß nicht, ob das clever ist, aber ich glaube, das könnte. Warte mal, Unlicht? Ist das gut gegen Psycho? Keine Ahnung. Wir probieren es aus. Ich glaube, er ist nämlich Psycho. Nicht sehr effektiv. Ah, shit. Okay. Dann ist es doch umgekehrt gewesen. Jetzt macht er uns richtig kaputt, oder? Er ist nur Kampf. Warte mal, er ist kein Psycho, er ist Kampf? Ich nehme den Flug. Ich finde es ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, ich habe nämlich direkt nichts gegen Kampf, ne? Jawohl. Das dachte ich mir. So, dann können wir jetzt ja... Oh, sehr effektiv. Flug ist gut gegen Kampf gewesen? Okay. Müssen wir merken. Ist ja nice. So, Mary, das nächste ist Morpeko ein. Ja, das war dieses kleine... Das kleine Elektroviech, ne? Irgendwie öde, wenn mir jetzt schon alles vorbei wäre. Jawohl, die kleine Elektroratte. Wie im Pferdestärke. Das Ding schicken wir sonst so hin.
Ich glaube, dieser Attacke bringt einen guten Gefühl zum Ausdruck. Bis. Och, komm schon. Zurückgeschreckt. Muss das jetzt sein? Ich glaube, ganz schön schaden, der Kleine. Warum ist der schneller als von Pudi? Oh. Okay, jetzt wieder böse. Nochmal böse. So, kleines Etwas. Weg mit dir. Kickalon 29, sehr gut. Und Zwolok auch 29. Haben die eigentlich noch weitere Entwicklungen? Ich weiß es nicht. Du hast mich besiegt. Mensch, bist du doch nicht so schwach. Hast du gedacht, wir sind schwach? Was zum Henker ist mit dir? Das gab mal drei Pokémon, du bist schwach. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Biko! Wir wurden geheilt, okay. So. Am nächsten Morgen. Morgen, Zyria. Hey, dein Kumpel ist schon los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kairos Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kairos Liga-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Okay, guck uns doch an. Sortierst du dir kein Album? Oh, das hast du. Kannst du auch haben. Als Dank für unseren Kampf gestern. Feuerheiler, okay. Danke. Kannst du Kairos. Kennst du Kairos Spitznamen? Er wird auch der unauslöschbare Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Gibt's auch Energie? Inschensteine und schnapp dir den Feierabend. Pico! Die ist voll nett und ihr komischer Fanclub ist voll kacke zu uns. So, was haben wir denn? Liga-Karte. Album. Wieso ist der nicht oben einsortiert? Ah. 1.12. Oh. So, Kabu ist ein Pokémon-Trainer, der aus der Hoenn-Region eingeladen wurde. Aha. Kommt also gar nicht von hier. Er stand schon oft kurz davor, Champ zu werden, hat die Gelegenheit jedoch immer ganz knapp verpasst. Deswegen tat er eine Zeit lang einfach alles für den Sieg. Dies hatte jedoch nicht den gewünschten Erfolg und er stieg sogar in die Unterliga ab. Oha. Ein fantastisches Duell gegen Delian half ihm schließlich dabei, das Vertrauen in sein Potenzial zurückzugewinnen. Sein Motto lautet, arbeite dein Leben lang an dir selbst. Und wie kann man daraus eine Strategie entwickeln? Das stimmt nicht. Egal. Das sollen wir irgendwann mal ändern. Apropos ändern. Das machen wir auch. Kann ich mit so einer veralteten Liga-Karte da reingehen, ne? Ich will kein Pampros auf dem Bild haben. Aber leider haben wir nicht mal Pampros. So, einmal bitte Liga-Karte aktualisieren. ID-Lotterie, Pokéjobs, Kartomat. Genau. Liga-Karte, Schenia-Karte aktualisieren. Guck mal, das sieht ja schon gleich viel cooler aus, oder? Vielen Dank. So, ich weiß gar nicht, ob man andere Hintergründe und sowas auch noch bekommt, aber naja. So, das Rätsel machen wir noch, aber ich glaube, den Endkampf werden wir beim nächsten Mal erst starten. Oh, hi. Wer bist du endlich jetzt, Zyria? Ich hab mir eben mal den Feuerorden geschnappt. Aber ich weiß jetzt vom Kabu von allen, der unauslöschbare Feuerveteran genannt wird. Mein Team nicht das allerbeste in Galar, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Okay, sorry, Zyria. Ich habe Kabu besiegt. Der ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Okay. Fettes Gebäude.
Warte mal, du standst doch immer noch draußen. Warum bist du jetzt hier drinne? Was ist mit dir? Nee, sorry, aber mein Kampf gegen Kabu ist echt. Die sind echt die Funkefungen. Okay. Ich möchte mich anmelden. Hallo, Herr Challenger. Schön, dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Kabu herauszufordern. Willst du sofort einen Versuch wagen? Ja. Wenn du dich an die Arena-Mission versuchen willst, musst du erst in deine Uniform schlüpfen. Okay. So, wir sind ready. Die Arena-Mission vom Typ Feuer ist etwas ungewöhnlich. Hier entlang, bitte. Okay, ungewöhnlich. Ach, so ein Samurai-Helm, ne? Das Logo gerade? Muss man Pokébälle werfen, oder was sind das da eben? Das sind noch Körbe und Pokébälle. Hi. Bei der Arena-Mission des Feuer-Arena-Leiters Kabu, da musst du in Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Okay, wir müssen Pokémon fangen. Weil du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche, so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Also einfach Pokémon fangen. Die Arena-Mission beginnt jetzt. Danke. Kann ich die auch einfach platt machen? Hey, komm. Hi. Schuss, von mir ist der Hit. Verbrennung kann einen Pokémon ganz schön einhetzen. Ja. Wie fange ich denn jetzt? Aha. Thermopod. Aha. Oh. Okay. Okay. Das ist interessant. Ich mach erstmal Eisnapf, ja. Ah, von wegen. Toll. Danke dafür. Boah, ist auch zurückgeschreckt. Ist dein Ernst? Moment. Der greift mich an? Hau mal die beiden weg. Irrlicht. Ich bin auch noch verbrannt. So, du bist schon mal weg. Glaube ich ja jetzt nicht. Käfer bist. Okay. Das ist gar nicht so einfach, die Arena, muss ich sagen. Aber ich kann das Pokémon auch fangen, ne? Dann machen wir mal Pferdestärke. Jawohl, jetzt könnte ich fangen. Käferbiss. Apollo, du machst einen guten Job, aber ich befürchte, wir müssen dich irgendwie gleich mal voll heilen. Pokéball. Einsetzen, jawohl. Gab's sowas jemals, dass man Pokémon in einer Arena fängt? Ich glaube nicht. Das ist aber ziemlich cool eigentlich. So, kriegt man wenigstens mal ein paar Feuer-Pokémon und so. Warum nicht? Der Bot wurde einen Eintrag in Pokédex einlegen. Mit dem entzündlichen Gas in seinem Körper erzeugt es Hitze. Die gelben Stellen an seinem Bauch werden besonders heiß. Oha. Nein. Möchten wir den mitnehmen? Möchten wir dich mitnehmen? Wir haben schon Feuer, ne? Das ist das Problem. Jetzt hätte ich gesagt, Gaunox vielleicht raus. Der Flug ist eigentlich ganz gut, aber ich würde den hier sonst rausnehmen. Ja. Weil wir schon Feuer haben, ist es jetzt ein bisschen blöd. Packen wir dich auf die Box. Dann hätten wir einen kleinen 1000-Füßer mal mitnehmen können. 2 Punkte, okay. So, jetzt möchte ich aber erstmal. Ach nee, warte. Items. So, Feuerheiler.
und ein paar Tränke. Und Pulli machst einen guten Job. So. Lichte. Ich glaube, die Weiterentwicklung fand ich auch ganz cool eigentlich. Okay. Dann, Dampfheizer. Oh, besiegt. Hä? Okay. Noch ein Punkt. So, jetzt brauche ich noch einen Punkt. Zwei Punkte, sorry. Oh, ein Vulpix. Das möchte ich haben. Weil ich das Lichtel auch haben will. So, du kleines Ding da unten. Oh, der überlebt? Ernsthaft? Ja, sehr gut. Jetzt hau dich selbst kaputt oder so. Hauptsache du bist weg. Das war ein Crit, okay. Ach, das ist die Vorentwicklung von einem anderen Ding, ne? Kann das sein? Was wir da gesehen hatten im letzten Part? Ja. Du musst erst mit denen da weghauen. So, der ist schon mal weg. Aber ich stehe jetzt nicht mehr ein. Ein Äscher. Auf ihn zu verbrennen. Oh, ist ja schlimm mit dem. Was? Du hast noch ein Pokémon? Was ist mit dir? Geh weg, habe ich gesagt. So, Volltreffer. Gut. Kriegen wir eigentlich Erfahrung dafür? Ich hab keine Ahnung. So, ich glaube, das waren jetzt alle seine Pokémon. Mein Problem ist jetzt, wenn ich... Ich probiere es. Bitte überlebe das. Überlebe! Danke. Boah, das war sogar ein Crit. Hauptsache nicht draufgegangen, das ist das Wichtigste. Irrlicht. Ah, jetzt ist er verbrannt. Toll. So. Müssen wir jetzt nur noch dich fangen. Das Lichtel hätte ich jetzt auch noch gern gehabt. Ey. Kann man das hier noch vielleicht weiterfangen? Oder hat man nur einen Versuch? So, Vulpix haben wir schon mal. Perfekt. Ah. So. Nein, 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 nein. Ah, ich muss so B drücken. Geht automatisch in die Box. Perfekt. Zu dieser Leistung. Okay. Kabusaurin, Mission wurde erfolgreich bestanden. Wir haben die Gewinnerin. Dann steht jetzt der Kampf gegen Arena Takabu an. Auf geht's, Arena Challenger. Ja, danke. Nein! Okay, ich muss noch nicht reingehen. Sehr gut. Dann beenden wir jetzt hier den Part und kämpfen beim nächsten Mal gegen den Arena-Leiter. Ist mein Team eigentlich geheilt? Natürlich nicht. Dann machen wir das nochmal schnell. Heilen. Wo ist der Feuerheiler? Da. Und Poli hat eigentlich ziemlich gute Arbeit gemacht bisher. Deswegen wirst du auch weiter an der Spitze bleiben. Na, Hoffnung, du entwickelst dich bald bei Level 30. Hoffentlich. Wenn nicht, ja, Pech gehabt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.